Also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Los, zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen! Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Avis, wo ist sie? Dann stimmt es? Sie hat euch erwischt. Sagt mir einfach, wo sie ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Thank you.
sie sind Plebern auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Danyan und müsste da drüben sein. Sie ist nicht bald hier. Los geht's! Wo bist du her? Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihm. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Mach uns alle reich!